Hör mal, mein Lieber, hast du noch eine Moonswatch? Ach, du kriegst noch 230 von der letzten. Hör mal, der Armin hätte gerne eine. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus dem Pfandhaus Hermann in Koblenz. Bist du gut drauf? Na klar. Einwandfrei. Wenn du da bist, immer. Wenn ich da bin, immer. Das bringst gute Laune mit. Ja, ich bemühe mich. Ja. Wir haben uns gedacht, wir machen ein Video, sehr provokant. 5 Uhren, die du niemals kaufen solltest. Naja. Warum können wir uns überhaupt zu so einer steilen These veranlassen, die rauszulassen? Ganz einfach. Wie lange handelst du mit Uhren? Boah, schon über 15 Jahre. So sieht's aus. Ich handle gar nicht mit Uhren. Ich habe nur ein Faible dafür und beobachte den Markt sehr, sehr wohlwollend und aufmerksam vor allen Dingen. Und es gibt schon Uhren, wo man eigentlich sagen sollte, da sollte man die Finger von lassen. Es sei denn, man findet sie wirklich schön und attraktiv oder ist... Ich sag's... Gibt auch andere Gründe. Ach was. Ich fange jetzt mal direkt an mit Uhren von Fashion Brands. Diesel, Fossil, Deutsche und Gabbana, Armani, etc. ppp. Sowas würde ich in meinem Leben niemals kaufen. Die sind für mich, für das, was verbaut ist, viel zu teuer. Weil ich bin der Meinung, du kriegst ja für das, also wenn ich jetzt eine Uhr von Armani kaufe und ich komme damit zu euch ins Pfandhaus, was gibst du mir denn dafür? Meistens um die 50 bis 100 Euro, je nach Zustand. Tatsächlich zahlen wir auch noch dafür Geld. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, du hast es gerade angesprochen, das ist natürlich nicht das Teuerste mit verbaut, aber auch diese Unternehmen müssen ja Geld verdienen. Klar, aber die machen im Endeffekt, nehmen die ihren guten Markennamen für zum Beispiel Klamotten und verbasteln das eigentlich. Und diese Uhren, du hast da mit der Erfahrung, was kostet so eine Armani-Uhr? 400? Ja, um die 300 bis 500, 600 Euro so. Im Schnitt liegen die je nach dem Modell. Okay, was kriege ich denn, wenn ich mit einer Rolex für 10.000 zu dir komme ungefähr? Ja gut, wenn du mit einer Rolex von 10.000 Euro kommst, ist natürlich wieder eine andere Hausnummer. So. Der Wertverlust ist nicht so hoch, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich bin auch da wirklich der Meinung, man sollte dann lieber ein bisschen sparen. Das muss ja nicht die Rolex für 10.000 sein. Es gibt auch wirklich gute Werke aus Glashütte oder sowas. Und dann kannst du dir für einen niedrigen, vierstelligen Betrag kannst du dir schon vernünftige Automatikuhren kaufen. Da steht halt kein Markenname groß dran, aber die Qualität ist gut. Aus der Sicht oder aus der Perspektive gebe ich dir vollkommen recht. Aber aus einer anderen Perspektive gesehen, wenn man täglich eine andere Uhr tragen möchte, weil es sind ja täglich Uhren, die man auch trägt, wenn sie kaputt geht, das ist nicht so schlimm. Der Preis ist dann ja dementsprechend günstig gewesen. Aber es ist halt eine Designeruhr. Und man geht dann halt mit seinem Stil, Klamotten. Meistens bei den Frauen ist das ja so, die wechseln ja gerne. Und die interessiert selten mal, ob da Rolex dran steht oder Cartier. Da gebe ich dir natürlich auch wieder recht. Aber es ist einfach, es ist eine Einstellungssache. So kann man es eigentlich kurz zusammenfassen. So, ich würde das, ich bin jemand, der achtet sehr auf Qualität und mir ist die Marke eigentlich relativ Wumpe. Und deswegen würde ich zu solchen Uhren nicht raten. Auch vor allen Dingen einfach aus kaufmännischer Sicht ist das eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, Julian, wir sind bei dem nächsten Thema Fake Brands, Kickstarter, China-Ware. Meiner Meinung nach nichts, was man kaufen sollte. Wie siehst du das? Bin ich voll deiner Meinung. Ja? Da gehe ich, sind wir mal endlich einer Meinung. Eine Meinung. Also da bin ich auch kein Fan von. Konkret geht es jetzt um folgendes Thema. Es gibt sehr, sehr viele Influencer, die mit vermeintlichen abgeworbenen Rolex-Mitarbeitern in China neue Uhren, mechanische Uhren herstellen. Und die quasi, indem man den Mittelsmann, den Händler quasi spart, super günstig anbieten können für 900 Euro oder sowas. Um diese Uhren geht es konkret in diesem Beispiel. Ja, und finde ich dann aber, wenn man das mit Diesel und Fossil vergleicht, nichts anderes, ne? Ja, es ist im Endeffekt auch was, wo man eigentlich nicht zu tendieren sollte. Man muss halt auch einfach sagen, die großen Uhrenmanufakturen, sei es Breitling, sei es Lange und Söhne, sei es Rolex, egal wer, die haben ja alle wirklich was auf dem Kasten. Die produzieren ja Uhren nicht erst seit heute oder gestern oder auch seit 50 Jahren, sondern schon teilweise über Jahrhunderte. Und über 100, ja. Ja, Lange und Söhne. Wann? Die haben auch schon vor 1900 produziert, Kollege. Ja. So, und die haben einfach wirklich durch ihr jahrhundertelanges in dem Fall oder bei manchen dann Jahrzehnte, Jahr 50. Einfach einen Sachverstand aufgebaut, was diese Zeitmesser betrifft. Das können andere nicht einfach eins zu eins kopieren. Also man sieht das dann auch bei diesen Influencer-Uhren, die ähneln sehr den Modellen der großen Marken und mit vermeintlich demselben Wissen wird da irgendwie suggeriert, kauft doch diese Uhren, aber das ist im Endeffekt, müssen wir dazu sagen, nicht zu raten. Also ich sehe das genauso.
ist tatsächlich kein Brand, auf den man draufsteigen muss oder auf den Zug mit einsteigen muss. Und das ist es. Also die Luxusuhren, die richtigen im obersten Preissegment, die sollen für die Ewigkeit gelten. Also die werden ja auch teilweise, ich finde das ganz toll, wenn sowas irgendwie über Generationen weitergegeben wird und so. Und das ist einfach was, was einen, ich meine, die Uhr trägt man jeden Tag. Ja? Das ist für mich ein klares Prozedere. Ich gehe morgens ins Bad, ich dusche mich, ich mache mir die Haare, ich putze mir die Zähne. So, und dann ziehe ich mich an und dann kommt dann da schlussendlich am Ende ein Finish, kommt die Uhr unter anderem an den Arm. Und ja, das ist eine schöne Sache. Jetzt kommt ein Punkt, da muss ich sagen, ich bin da ein bisschen geteilter Meinung, ehrlich gesagt. Es geht um so gehypte Uhren. Aktuell gibt es da die Timex Batman und es gibt vor allen Dingen die Moonswatch. Ich muss sagen, ich finde die Moonswatch nicht so schlecht. Das hängt allerdings auch daran, ich bin früher, ich finde Swatch eigentlich eine ganz coole Marke, muss ich sagen. Swatch ist interessant. Also ja. Vor allen Dingen, die machen ja immer wieder kuriose Uhren. So, und sagen wir mal so, wenn ihr so eine Moonswatch im Laden kauft, was kostet die, 150 Euro? Nee, 250, 259, glaube ich. 259 Euro, wenn ihr die zu dem Preis kommt, nichts falsch gemacht. Ne? Also da kann man nicht sagen. Mit über 300 bis 400 Euro gehandelt, je nach Modell. Ne? Über 800, 900. Das war am Anfang. Nee, immer noch. Es gibt, da geht es ja auch um die einzelnen Farbkombinationen. Und da ist es tatsächlich so, dass ihr die auf dem Zweitmarkt für 700, also meiner Meinung nach für 700 bis 900 Euro, je nach, wenn es die begehrteste ist. Glaub's mir einfach, Mann. Ich glaub's dir, okay. Danke. Es wird auch jetzt langsam Zeit. So, und die werden deutlich über dem Listenpreis bezahlt. Und das ist was ich da auch wieder dann klar von abraten würde. Ich habe jetzt zuletzt eine Moonswatch ergattern können über einen Kollegen. Und die habe ich einem Kumpel verschenkt, beziehungsweise der hat mir das Geld gegeben, die hat 2,50 oder 70 gekostet. Das ist aber nett, wann kriege ich meine geschenkt? Welche möchtest du denn haben? Egal, ich sammle sie. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Warte. Am liebsten Türkis. Türkis? Ja, für den Sommer. Für den Sommer? Endlich, du krebst dich auch mit Bodylotion ein, ne? Tatsächlich nicht. Geht gerade nicht dran, hast Pech. Der ruft gleich zurück. Der ruft zurück. Der wird zurückrufen. So, weiter geht's. Warte. Schönen guten Morgen, mein Freund. Hör mal, mein Lieber, hast du noch eine Moonswatch? Ach, du kriegst noch 230 von der letzten. Hör mal, der Armand hätte gerne eine. Wenn es geht, Türkis. Das ist eine der beliebtesten. Ich weiß. Das weiß ich, aber ich nehme auch eine andere. Er nimmt auch eine andere. Wunderbar. Danke, Schatzi. Ciao. Für 230? Ja, klar. Ja, klar. Danke dir. Ciao. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du eine. Dankeschön. Sehr nett von dir. So bin ich. Ja. Willst du auch was haben? Ja. Willst du einen Tee? Ich würde einen Tee nehmen gerne. Du hast doch eben gesagt, du weißt nicht, wie man den kocht. Nee. Die vierte Uhr, die ihr auf gar keinen Umständen kaufen solltet, ist eine sogenannte Ersatzuhr. Ahmed, was ist damit gemeint? Willst du eine Rolex kaufen, kaufst aber eine Omega. So, tatsächlich ist es so, oder ich kenne noch einen Kumpel, der hat Modelle von einer Firma, die sehen auch den Rolex-Modellen sehr, sehr ähnlich. Und ich spreche nicht von Tudor. Tudor finde ich persönlich übrigens sehr, sehr cool. Sondern die sind von einer anderen Firma und die haben auch die Lünetten so wie Rolex. Die sehen sehr ähnlich den GMT-Sportmodellen. Kosten Bruchteil, kosten wenige 100 Euro und sehen so ähnlich aus, aber ist halt nicht der wahre Jakob. Ich bin jemand, ich warte dann einfach. Wenn ich es mir nicht erlauben kann, dann lasse ich es sein. Ich weiche da nicht auf ein Nischenprodukt aus. Also ich habe zum Beispiel seit Jahren den Wunsch nach einer Pepsi, Rolex Pepsi, also einer GMT Master mit der rot-blauen Lünette. Tatsächlich warte ich. Ich warte einfach. So, und das ist der wichtigste Tipp. Der fünfte Grund, warum du dir niemals eine Uhr kaufen solltest, ist, die du dir nicht leisten kannst. Ja. Also das heißt, wenn man sich im Prinzip verschuldet, um eine Uhr zu kaufen, das haben wir, glaube ich, schon mal in einem Video angeschnitten, also das auf keinen Fall machen, weil der Schuss kann nach hinten losgehen. Wir hatten das Beispiel gehabt, Daytona gekauft für 45. Der finanziert. Finanziert liegt im Moment bei um die 30.000 bis 35.000 Euro, je nach Zustand. Also das sind über 10.000 Euro Verlust. Das ist es. Also tatsächlich sollte man sich immer nur von dem, was man hat, was kaufen. Ich weiß, das ist hier in Deutschland mittlerweile, kriegen ja amerikanische Verhältnisse. Du kannst alles auf Pumpe irgendwie finanzieren. Fängst beim Fernseher an, machst beim Sofa weiter, der Kühlschrank, das Auto. So, und am Ende hast du dann von Klarna eine monatliche Belastung von 1.000 Euro und weißt nicht mehr, wie du den Driss zahlen sollst. Und dann, es gibt jetzt zuletzt, also ich meine, man muss halt auch sagen, die ganzen Rapper, die Influencer etc., die leisten ihren Teil dazu bei. Ja. Also ich war zuletzt essen in Bamberg mit einem guten Kumpel, der hat zwei Kinder. Und tatsächlich sehe ich da bei dem ersten Datejust am Abend, was ist das, was soll der Zirkus? Was ich sagen will, ist, die jungen Leute sind sehr schnell verführbar und so mit 18 Jahren, wenn du einen Gehaltsnachweis hast, kannst du eine Uhr finanzieren. Und das würde ich wirklich absolut davon abraten, nur mit dem Geld, was man hat,
das kaufen, was man braucht. Also es sei denn, man macht eine Firma auf und man braucht Baugeräte oder so, dafür kann man sich ein Darlehen nehmen, aber niemals. Da kommt ja auch Geld wieder rein. So sieht's aus. Ja. Also mit Sachen, mit denen du Geld verdienen kannst, da kannst du ruhig Schulden für machen. Aber eine Uhr, die du am Arm trägst, das ist ja auch wirklich was. Also ich bin jetzt 36, ich arbeite seitdem ich 16 bin. So, und ich habe meine erste Uhr vor 2,5 Jahren, die richtige, so gekauft, kann man ungefähr sagen. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre, also lieber erstmal warten und dann den Markt sondieren und dann zuschlagen. Genau, mein Sohn kam ja auch demnächst schon zu mir, der ist gerade mal 10 und hat mich nach einer Rolex gefragt, wann der seine erste Rolex kriegt. Hab ich ihm das mal gesagt. Kapital bra und Kollegen. A, bezahle ich dir keine Rolex und B, kannst du selber dafür arbeiten gehen. So ist richtig. Mein Vater hat auch, als ich meinen Vater mal gefragt habe, immer, ich habe Geburtstag, was schenkst du mir? Hat er zu mir gesagt, ich habe dir das Licht der Welt geschenkt, das muss reichen. So, und es ist eine gute Lehre. Ich mag deinen Papa. Ja, ich weiß. Ich mag deinen aber auch. Dankeschön. Bevor wir jetzt hier aber in zu romantische und sentimentale Momente verfallen, machen wir jetzt die Kamera aus, hauen uns hinter der Kamera wieder die Rübe ein, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Das war's an der Stelle von uns. Wir sind fertig mit dem Video. 5 Uhren, die du niemals kaufen solltest. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Erfahrungswerte? Habt ihr vielleicht noch Tipps, die man niemals kaufen sollte? Oder habt ihr Empfehlungen, die man kaufen sollte? Vielleicht den einen oder anderen Erfahrungsbericht? Gerne. Kommentieren. So sieht's aus. Wir freuen uns und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Bis bald.